Der britische Blu-ray-Gigant Arrow Video hatte im Jahr 2018 finde ich schon die ein oder andere Überraschung für uns parat. Allerdings liefert das aktuelle Monat und die aktuelle Release-Welle etwas, womit ich tatsächlich nie gerechnet hätte. Dead Beat at Dawn hat seine Blu-ray-Premiere erlebt. Und das noch dazu in einem schicken Limited Edition Schuber. Dabei handelt es sich zwar nur um eine einfache O-Card, ist aber trotzdem nett, vor allem weil man bei Arrow Video hier das eigentliche Motiv noch mit einem Partial Gloss Finish versehen hat. Wobei das nicht ein absoluter Hochglanz Finish ist, sondern so etwas, sagen wir mal so ein Halfway Finish. Ich weiß nicht, ob man das im Video gut erkennen kann. Es ist die Oberfläche zwar nicht rau, aber man hat so ein kleines bisschen Struktur drinnen. Nicht so viel wie bei einem Leder-Finish, aber doch ein bisschen, was sich trotzdem sehr schön vom einfärbigen Hintergrund abhebt und das Ganze wirklich nett macht. Normalerweise bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von diesen Cover-Artworks, wo mehrere Gesichter in irgendeinen großen Körper hineingemalt werden. Das sieht meistens etwas seltsam aus. Tut's hier auch. Trotzdem finde ich das Motiv irgendwie cool, vor allem wie der Typ sich das Messer von offensichtlich seinem Lederträger holt. Außerdem hat der Name des Regisseurs auf seinen Unterarm tätowiert hat und den Filmtitel auf den Rücken. Außerdem eben noch ein paar Gesichter, Charaktere und Momente aus dem Film. Das ist, finde ich, tatsächlich ganz gut gelungen. Außerdem können wir hinten auf dem Backcover ein bisschen was über den Film beziehungsweise sogar ein bisschen über seine Machart lesen, finden die Informationen rund ums Bonusmaterial in einer üblichen, fast unlesbaren Arrow-Video-mäßigen Textlawine, haben dann, wenn wir den Schuber entfernen, darunter mehr oder weniger exakt dasselbe auf dem eigentlichen Keepcase, nur logischerweise etwas kleiner geschrieben, beziehungsweise auch das eigentliche Frontcover-Motiv ein bisschen kleiner. Normal finde ich jetzt ehrlich gesagt solche Schuber nicht für wahnsinnig großartige Goodies und Beigaben, aber sie machen zumindest das Cover größer, man kann noch Partial Gloss einsetzen und alleine das hat, finde ich, schon ein bisschen was für sich. Drinnen dann wieder mal ein Ausschnitt aus dem Frontcover auf der Disc. Als Hintergrund- und Innenartwork gibt's diesmal überraschenderweise ein durchgehendes Motiv, offensichtlich aus dem Film, und kein Wendecover mit einem anderen Motiv. Ich weiß nicht, ob das rechtliche Gründe hat oder ob Arrow Video einfach kein zweites Motiv gefunden hat. Wenn ich mir allerdings anschaue, mit welchem Cover-Artwork der Film damals im deutschsprachigen Raum erschienen ist, wundert mich keines dieser beiden Szenarien. Wir finden da tatsächlich ein relativ cooles Bild, das man fast sogar als zweites Cover-Artwork verwenden hätte können, auf dem Booklet. Das Booklet ist dieses Mal wieder voll mit Informationen rund um den Film. Es gibt natürlich auch Bilder, es gibt Texte, nämlich genau diese hier. 35 Seiten circa hat das Booklet dieses Mal und ist ehrlich gesagt von Arrow Video wirklich hervorragend gestaltet. Das gefällt mir echt gut, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel überblättert. Wie gesagt, Bilder, Behind-the-Scenes, Fotos, Artworks und so weiter. Ein wunderschöner Release zu einem Film, den ich tatsächlich noch nie gesehen habe, auf und über den ich mich aber richtig, richtig freue. Und dafür kann man einfach wieder einmal zum wiederholtesten Male nur sagen, danke Arrow.